Wir bei Bild, Sportbild oder Bild am Sonntag haben viele Gespräche auch mit Max Eberl geführt. Was war für dich überraschender, dass er entlassen wurde bzw. freigestellt wurde oder der Zeitpunkt vor diesem Topspiel? Warum hat Leipzig deiner Meinung nach, fragen wir auch gleich Herrn Plenge, nicht bis nach diesem Topspiel gewartet? Naja gut, offenbar ist es ein langer Prozess. Ich glaube übrigens, das ist interessant, weil Herr Plenge sagt, dass es am Anfang nicht so war. Ich glaube, es gibt einen zeitlichen Zusammenhang zwischen der Entlassung von Oliver Kahn und Brazzo Salihamidžić beim FC Bayern am 27. Mai, dem letzten Spieltag. Eine Woche später war Max Eberl hier zu Gast bei Bild 100 vor dem Pokalfinale. Und da hat er schon bei dem Thema Bayern so ein bisschen laviert. Also ich glaube, denn das i-Tüpfelchen war am Ende die Aussage am Mittwoch in Sportbild, wo er auch wieder nur gesagt hat, ich habe einen Vertrag in Leipzig. Und wenn ich jetzt Leipzig-Chef wäre, wie Herr Plenge oder Oliver Minzlaff, dann würde ich mir auch noch mal sagen, den Eberl schnappe ich mir und dann machen wir reinen Tisch. Am Ende ist es ja eine Win-Win-Win-Situation. Da gewinnen ja ganz viele mit der Entscheidung. Bild 100 Sport liegt ja ein paar Wochen zurück. Aber genau das, was du angesprochen hast, Walter, haben wir auch noch auf der Tonspur. Und hören wir uns mal gemeinsam an, was Max Eberl damals schon gefragt zu einem möglichen Engagement beim FC Bayern geantwortet hat. Weil ich dann letztes Jahr krank war und viel Zeit hatte, auf der Welt unterwegs zu sein, dann macht man sich Gedanken, wo möchte man wieder arbeiten, wo ist ein Verein, wo es spannend ist. Und da war RB einer dieser Vereine, allerdings Bayern München auch, das muss ich fairerweise sagen, das habe ich auch ganz offen kommuniziert. Aber es war eben auch RB Leipzig und deswegen ist es für mich jetzt das, was Markus gerade sagt. Wir werden konfrontiert mit einem Journalisten, der in einer Runde sitzt und ein Thema raushaut und es gibt keinen Kontakt, es gibt kein Treffen. Es gab kein Treffen. Nein, und wir müssen dauernd alles kommentieren. Das ist halt die Thematik, in der wir leben. Aber die Fakten ist einfach so, dass ich kann es mir von meiner Seite sagen, kein Kontakt, kein Treffen und dementsprechend stellt sich das Thema gar nicht. Und wenn so ein Anruf aus München kommt, gehen Sie ran? Wenn Uli anruft, gehe ich ran, weil wir sehr häufig telefonieren, ja. Ah, verstehe. Also auch das ist kein Geheimnis.